Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Minecraft Adventure Map mit der Game on Die Community. Mit mir dabei ist die Shira, hallo. Hallo. Der Scrawled. Guten Tag. Und der Stevie, der hier irgendwie hyperaktiv ist und keine Zeit zu warten hat. Hi, Stevie. Hi. Und ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir diesen schönen Sandblock von da oben links hier unten rechts in dieses Loch reinbekommen. Müssen dafür mit diesen Knöpfen, glaube ich, die Pistons bewegen. Ja. Und wie Steve eben gerade außerhalb der Aufnahme schon angedeutet hat, wenn wir es verkacken, könnte es gut sein, dass wir den Sandblock nochmal wieder komplett neu da oben hin schaffen dürfen. Also ich try jetzt mal, okay? Mach mal. Alles klar. Nope. Alles klar, es ist mega random. Darf ich? Ja klar, ja. Drück einfach, was du willst. Push the button. Ah, da unten hat sich was bewegt. Wir müssen uns das halt merken. Wir müssen aber nachher aufpassen, nicht, dass wir uns durch den random Drücken das verschieben, ne? Ich glaube, darauf hat der Ersteller, glaube ich, hoffentlich... Ja! Nice. Stopp. Okay. Jetzt müssen wir hoch. Wir müssen den hoch... Der hochgeht, der... Oh, da müssen mehrere, glaube ich, drücken, weil der hochgeht, der nächste muss... Wir müssen erstmal gucken, wie der... Den Pisten, der darüber geht. Den Knopf... Oh, ja. Nice. Okay. Den hatten wir doch schon. Ja, gut, hier kannst du. Ja! Sehr gut. Jetzt hoch? Ja, was weiß ich denn, welcher das ist? Nein. Auch noch nicht. Nein. Nope. Nein! Okay. Hä? Den hatten wir schon. Nein, das war nicht der richtige. Ich dachte, der geht jetzt zurück, aber dann war der eine Pisten hier ein Sticky Pisten. Ja, okay. Den brauchen wir gleich sofort. Den das einen. War der, oder? Nee. Ihr habt gerade den betätigt, der den einen, der diesen Pisten hier betätigt. Gott. Ich hab doch keine Ahnung, was ich. Ja, weiß. Genau den. Den Knopf bitte im Blick behalten. Ich hab keine Ahnung, welcher das war. Nein. Drück doch einfach nochmal. Nein. Nein. Ihr könnt nicht so viele Knöpfe gedrückt haben. Ja, genau der. Den im Blick behalten, weil den brauchen wir jetzt gleich. Wir brauchen aber behaltet den im Blick, weil wir brauchen erst den einen. Wir müssen nämlich beide gleichzeitig hier. Der hier ist es, okay? Der hier. Ja, oder welcher? Richtig. Behaltet den im Blick, weil wir müssen zu dem Zeitpunkt genau zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Einen, der das hochschiebt, und den anderen, der es direkt schon rüberschiebt. Oh Gott. Oh, da habe ich schon den nächsten gesehen, den wir brauchen. Nee, doch nicht. Das war... Nein, wir brauchen jetzt erstmal den, der hier unten betätigt. Alter, ist das ein. Gott, solche Challenges gehen mir tierisch auf den Sack. Na ja, den brauchen wir gleich. Verdammt. Stellt euch mal vor, jemand spielt alleine diese Map. Der muss die Pistons und die Knöpfe im Überblick behalten. Wie stand das bei der Map? War das eine Mehrspieler-Map? Ich glaube, ja, ein bis vier. Ja, doch, es sind ja auch mehrere Betten hier. Ey, ich habe keinen Schimmer. Ich krieg ganz zu viel. Warte mal. Okay, jetzt klicke ich mich mal kurz durch. Passt mal, wartet mal. Ja! Nee, das war der falsche. Wisst ihr, was das Einfachste wäre einfach? Na. Den Sandblock abbauen und ihn da hinten einfach reinplanen. Nein, so einen Scheiß machen wir aber nicht. Ihr achtet da drauf bezüglich des Pistons, ja? Ja, absolut, absolut. Ich überleg gerade, ob die vielleicht irgendwo irgendein Sneaky-Ding gemacht haben. Ja, nee, der war der falsche. Nein. Das war der davor. Weißt du, wie ich meine, Sascha, dass die irgendwo einen sneaky Schalter versteckt haben? Aber ich glaube, das ist so asozial. Ich habe eine arge Befürchtung, deswegen. Nämlich, dass ein Command-Block nicht funktioniert? Das nicht. Und zwar, der eine Pisten, den ich gerade sagte, den brauchen wir gleich, dass der vielleicht beide betätigt, aber der obere zu schnell ist. Das kann es nämlich sein, weißt du? Ja, keine Ahnung. Weil wenn der obere blockiert, kann der untere nichts machen. Wollen wir dann sonst einmal kurz sagen, weißt du noch, welcher den oberen bewegt? Ja, ich weiß es noch. Ich betätige gerade alle Knöpfe einmal. Sonst sagen, einmal der kurz im Game Mode 1 den oberen kaputt machen, um zu gucken, ob's... Guck mal, der hier ist es. Ja.
Aber der untere macht nicht mal Anstalten, sich zu bewegen. Ich glaube nicht, dass es der ist. Warte, warte, warte. Machst du es jetzt einmal im Game Mode 1 den kaputt? Versuche, betätige mal den Block kurz. Den einen Knopf. Ich meine jetzt den, der den einen Pisten kurz geschoben hatte, den ich habe. Ja, ich hab's mir fast schon gedacht. Ich ja, okay, warte mal, dann machen wir. Warte, warte. Ja, stopp jetzt. Hörst auf, Scorn! Ja, ist gut, ist gut. So. Ich hab's mir nämlich fast schon gedacht. Stevie, du hast den Sandblock aufgesammelt. Ja, ja, dann setz den einfach eins weiter oben hin. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich will nur das eben wieder hier reparieren. Ja. So, dann setz ihn da hin. Ich hab's mir nämlich wirklich fast gedacht, dass dass der Map-Entwickler da einen kleinen Fehler gebaut hat, weißt du? Ja, oh Gott, welcher hat denn jetzt? Sowas kann immer mal passieren. Ja, aber klar. Mal als Frage, wie wollen wir... Achso, wir müssen jetzt... Da oben ist ein Sticky-Pisten dran. Der Sticky-Pisten muss das hochziehen. Ja! Jawohl! Yes. Lucky Hit! Und jetzt, der muss hoch und Gott, den warte, anderen du müsstest dann direkt dran ziehen. Nein. Nee, das war der erste. Die nennt sich Firejumper und wir haben nebenbei... Ja! Ja! Jetzt brauchen wir die eine, der das hochdrückt und das andere drüber schiebt. Okay. Nicht, dass wir da nochmal denselben Fehler haben, ne? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, ganz ehrlich. Sonst, ich bleib aus Sicherheitsgründen, falls, bleib ich schon mal im Game-Mode, falls es so ist. Nein! Alter. Ich hoffe, ich bin nicht im Blick, dass ihr das auch seht. Nee, nee, alles gut, alles gut. Nein. Ihr drückt Pistons, die brauchen wir gleich alle erst. Ja! Ja? Ja! Okay, jetzt ein Vorigen, wo der hier betätigt wurde. Shira guckt entspannt zu. Ja, ja. Ja? Ja, nice. Ja, wir sind, ja. Ein Knopf muss noch betätigt werden, genau. Ja, komm, das machen wir jetzt, Sascha, komm. So, go for it, Speedrun jetzt. Los. Ja, doch nicht an derselben Seite. Ja, okay, ich geh rüber. Nein, das war's nicht. Ey, du Vogel. Ich wollte natürlich Vogel sagen gerade. Yes! Woo! Wir haben's geschafft. Ist das Scheißding da hinten noch? Die Tür ist offen! Yay! Die Tür! Woo! Und hier ist eine Ender-Chest. Ja, da können wir mal uns ins Haus legen. Oh Gott! Oh, was ist denn hier? Ach du Scheiße! Was zum Henker? Hier sind zwei Sachen? Hier sind drei Wege. Wir haben hier drei Wege. Warte mal, erstmal Spawnpoint setzen. Oh ja, geh richtig. Schlafen. Nee, wir machen Spawnpoint, deswegen. Okay. Oh, Leiter-Challenge, das krieg ich doch nicht geschafft. Ich geh mal hier hoch. Was ist das denn, Alter? Wo haben wir denn was? Wer macht Gott. Was? Ich nehme die Leiter-Challenge auf der rechten Seite. Komm, hoch da! Hoch da! Nein! Was soll ich machen? Keine Ahnung. Lass mal mit, was zu dir. Wenn du willst. Was? Kannst auch bei mir mitmachen, wenn du willst. Oh! Komm da doch nicht hoch. Nein. Yes! Ich hab hier einen Schalter, den habe ich jetzt aktiviert. Ich muss mal gerade warten, weil ich kann jetzt gerade, ich brenne, dann bringt das hier gerade gar nichts. Oh ja, ich bin auch bei einem Schalter. Ja, dann brauche ich das hier nicht weitermachen, ist okay. Alles klar, dann haben wir zwei Schalter. Warte, ich habe hier zwei Schalter. Dann ist warum nur noch der Weg Schalter? Von Shira, ne? Hä, warum zwei Schalter? Ja, weiß ich keine nicht. Ahnung, wie das zu schaffen ist. Warte mal kurz, ich glaube, du musst darüber. Warte, jetzt in der Mitte rum oder links rum? Ach, warte mal, guck mal schön, irgendwie fehlt da noch ein Block. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwie was vergessen habe. Ja, also wie gesagt, bei mir waren zwei Schalter drin im Raum. Ich weiß nicht, hast du auch beide betätigt? Ja, natürlich habe ich beide betätigt. Dann müsste bei dir eventuell auch noch ein zweiter sein. Ja, deswegen will ich ja gerade gucken. Aber ich habe nur einen gesehen. Wow. Nee, da ist auch noch ein zweiter. Nee, doch, vielleicht. Ich weiß es nicht. Doch, hier ist auch noch ein zweiter bei dir, ja. Dann betätige mal. Warte, hast du den in der Wand oder den auf dem Fußboden gedrückt? Ich habe nur den in der Wand gedrückt. Nur den in der Wand? Gut, dann habe ich den jetzt. Wo ist denn der auf dem Fußboden gewesen? Direkt vor der Leiter. Lol. So. Ah! Das sieht doch schon besser aus hier. Ups. Alles klar, gut. Ach du Kacke. Oh! Du Vogel. Kommst her. Oh, und da wartet auch noch mit dem Sprung, ey. Was eine feige Aktion. Na geil, und jetzt schaffe ich den Sprung nicht. Oh. Warum so teuer? Oh Gott, Alter, da geht es nicht. Warte mal. Was hast du verloren, Squall? Warte mal.
Achso, doch ein Schwamm wahrscheinlich. Leute, seid mal aufmerksam auf dieser Map. Ja, ich hab gerade was gesehen auch. Hast du auch das? Ja, ja, aber pst. Was denn? Oh Gott, ich seh nichts. Was denn? Ja, wow. Ach komm, scroll! Du Hund. Meinst du die kleine Ecke hier? Ah, super, nee. Jetzt hast du Stevie hier geholfen. Oh, nee, nee. Hier. Ja, hier auf der Rückseite des Pistons war halt ein Schild, das gezeigt hat, dass man an die Ecke rein soll. Ich hab's doch geschafft, ich hab den Score gesaved. Fuck! Kommst du da raus? Echt jetzt? Ja. Da hinten ist auch noch eine Ecke, ne? Wenn du nicht rauskommst, ja, nimm den Game Mode 1. Oder slash kill. Ja, oder das. Och komm, ich krieg diesen Kacksprung nicht gebacken. Gott! Sprintet ihr eigentlich mit Doppel-W oder mit Steuerung? Ich mach immer mit Doppel-W, weil ich bin's nicht anders gewöhnt. Noch damals, wo ist das nur so? Ich mit X. Mit X? Du spielst mit dem Controller? Nein. Ah, nee. Ach so. Der Taste X. Ach, da unten, okay. Komm schon! Papa braucht ein neues Paar Schuhe! Och nee, doch nicht so. Alter, meiner will nicht mehr spielen. Nein! Ich hab's geschafft. Was? Find ich schlecht, Scroll. Ja, diesmal bin ich da. Zum Master hier Nein, nein! Oh, ich komm, ich bring mir den letzten Todesstoß. Na ja. Na, ach komm! Oh, wie bescheuert war das? Der Sprung mit der Leiter, der ist echt evil, hey. Warum hast du Game Mode gemacht, Squally? Weil er durch ist. So. Ernsthaft? Stevie, ja, du bist echt nicht aufmerksam, wa? Und da runter jetzt, hier, Shira, hier. Da jetzt runter. Ja. Ah! Nein. Und dann rein und zu. Ah, nein! Und dann einfach warten. Mann! Nee, Stevie, verkack's mal bitte. Nee, Stevie. Ach du Scheiße. Hast du dich gerade gespawnt? Ja, nee, nee. Sehr gut. Sollen wir eigentlich mal. Warte mal. Shira, wir können mal was anderes noch machen. Nein! Oh, so knapp. Ich war beinahe drauf. Und zwar können wir mal versuchen. Warum rutsche ich denn den Block da runter? Noch die Jest zu holen, wenn du das machen willst. Weil du ein Bobo bist. Ach, okay. Scheiße! Ach, der Richtige. Ach, nö. Echt jetzt? Komm schon! Nein! Ach, komm! Auch Shira überlebt, oder? Oh. Ah, danke, FPS-Lag. Ach so, ja, jetzt wieder die Schuld auf andere schieben hier. Zu brennen. Ach, komm, Stevie! Schon. Oh nein, ich möchte da lang springen. Darf ich das nicht? Nee, du hast mich doch aufgehauen. Ja, aber du hast mich wieder zurück an den Anfang gehauen. Da. Ja, in die Lava konnte ich dich von da schlecht hauen. Oh wow, ich werde wahrscheinlich sterben in der Lava. Ich hab's geschafft. So. Der Schierer geht hart ab. Was zum Teufel? Wieder Gold Nuggets? Ach komm. 3. Nice. Dann komm mal wieder zurück. Na Mann! Du darfst aber nicht sterben, gell? Sonst sind deine Gold Nuggets weg. Mach ihr bloß keinen Druck. Bus! Bist du da springen? Shira, nein, ich sterbe. Nein, warum? Oh Gott, bitte. Och Mann, ich krieg den ersten Sprung wieder nicht hin. Oh Gott. Hilfe. Nein, ich trau mich nicht. Ich war kurz vorm letzten direkt. Sprung und dann runter. Ja, ich hab's noch nicht mal auf die zweite Leiter geschafft. Warte mal. Ich bin gerade echt nicht gut unterwegs. Ich probier mal kurz, wenn du schnell wartest, dann probier ich dich kurz, okay? Was ist das für ein scheiß Block? Ist das muss mal kurz warten, bis ich aufhört zu fallen. Das ist ein ganz normaler Block. Ich weiß! Hallo Mann, nicht so aggro hier. Stevie! So hast du es auch einmal gemacht. Kommt ihr klar? Ah ja, nochmal! So, jetzt sind wir ausgeglichen, du hast mir auch einmal in die Lava gehauen. Okay, es reicht nicht ganz. Ach komm, du hast so weit das sogar noch. Dann funktioniert's. Ach komm, Stevie, jetzt hör auf mit dem Bullshit hier. LOL! Vorbei. Andere Sascha ist auch eine Killing Spree. Kurz vor den Block und dann kannst du direkt auf den Kann Block ich jetzt mal aufhören zu brennen, bitte? Oh, das dauert immer ein bisschen, weißt du noch. Boah, ich hab direkt Slash Kill. Und hoch. Jawohl. Das oh, konntest du auch. Okay. Komm schon. Komm schon. Yes. Warte mal ganz kurz, ich mach mal kurz hier. Nein! Und da stirbt der Stevie mal wieder. Ist ja nichts Neues bei dem. Oh, Sascha. Ah. Sascha, das sieht gut aus. Sascha, kein Druck. Ganz cool bleiben. Okay, Sascha? Und... Woo! Yes. Okay, 3 Versuche, Stevie. Mit dem als ersten Versuch. Oh, jetzt wird die Tastatur vergewaltigt, ey. Und die Gold... Warum ist er nicht gesprungen? Warum der ist nicht gesprungen? Sprint doch! Aggro! Die Nuggets tue ich jetzt einfach hier in die Ja, Kiste. Packst du einfach in die Ender Chest rein. So, das war dann der... Leck mich doch an! 2.
The Rage ist das anderen Freude, ey. Mal ganz cool bleiben, Stevie. Ist doch nur ein Spiel. Ja. Yeah. Oder macht das aber ganz hart hier gerade. Da ist aber spring durch, Stevie. Das macht's besser. Jawohl. Ja, nein! Nein! Los! Ich wollte gerade sagen, jetzt verreckt er noch, oder was? Alles klar. Dann gehen wir mal weiter und die nächste Challenge ist ach, draußen. Du Scheiße! Weißt du jetzt, warum ich ach du oh Scheiße gesagt habe? Das ist der Punkt, wo was man noch was, wie, wo? Are you fucking kidding me? Das erinnert mich an eine Map, die Spongy und ich am Anfang gespielt haben. Ach du Kacke. Oh Gott. Oh nee, für sowas habe ich doch keine Nerven. Schira, ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts. Sag mal. Aua. Oh nein, ich bin zu weit gesprungen. Boah, Stevie, deine Kacktastatur. Ja, entschuldige, die ist ein bisschen. Nein! Boah, Alter, ich komme nicht über den zweiten Sprung hinaus. Die ist hinaus, ein bisschen laut, da kann ich doch auch nichts für. Dadurch, dass das Mikro yes, direkt geschafft. Über der Tastatur ist. Wie macht ihr das? Solche Ecksprünge sind echt mies. Nein! Ja, die sind echt richtig mies. Ich verbieg meine Finger richtig hart die ganze Zeit. Nein, an die Kante gesprungen! So. So weit. Das schaffen wir nie im Leben. Doch, doch. Was ist das? Nein, eigentlich? Genau vor dem Blocke. Checkpoint 2? Oh, fuck! Ja, da so kommst du aber noch nicht hoch. Cheater uns nicht so, nee, ja? Ich denk mal, in den Räumen drin sind. Ach, komm schon! Ganz lieb. Weil du mich gehauen hast, ist dir klar. Was? Nee, das ist jetzt total ungerechtfertigt. Hallo! Mann, nicht so aggro hier. Oh, nein, ich bin runtergerutscht, warum? Dasha, warum bist du eigentlich pink? Weil ich Natsu aus Fairy Tail bin. Weil Saschas Lieblingsfarbe pink ist. Weil er pink mag. Hallo! Das aber auch. Bring es auch eine Kunst. Oh Mann. Eine, die du nicht beherrschst. Schau dich gleich! Try it. Nee, jetzt bitte try it nicht. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ja, mach du zuerst, Shira. Lol, so weit ist die Leiter weg. Nein. Willst du mich verarschen? Nein! Oh, ich spring nicht! Warum schaffe ich jetzt diesen Anfang nicht mehr? Ach komm, hey, das gibt's nicht. Sascha, wie lange haben wir denn schon? Wir haben noch 2,5 Minuten ungefähr. Okay, das könnte noch reichen. Wer hat diese Map nochmal ausgesucht? Scroll. Hey, jetzt mal nicht hier auf den Aussuchenden. Ja, ist doch cool, diesmal ein bisschen herausfordern. Oh Gott. No. Nein. Oh. Vorsicht, ich mach Platz. Danke. Was? Warte doch nicht. Ich finde, an solchen Stellen machen wir jetzt auch kein PvP mehr. Ne? Sowas ist asozial, hier jemanden jetzt runterhauen. Auf jeden Fall nicht. Oh Gott, verdammt. Bist du schon mal an die Leiter rangekommen? Ja. Ja, aber ich bin drüber gerutscht gewesen. Oh Gott. Ja, richtig. Da bin ich jedes Mal jetzt dann verreckt. Genau das. Alter, das ist sowas von unmöglich. Ach du Scheiße. Ja. Du jetzt, Sascha. Warte. Okay. Mit Anlauf oder ohne? Lol, hier ist doch noch eine Leiter um die Ecke. Was? GG, Jungs. Nein! Hallo, hey! Hört sie mal auf hier! Also, woher konnte ich dich hauen, ja? Also, jede Chance nutzt mich zu. Sascha hat wenigstens festgestellt, dass da noch eine Leiter ist. So nett hätte ich gar nicht mal sein sollen, ey. Ihr wusstet das ja scheinbar noch nicht. Nein, wusste ich nicht. Aber das könnte den Einsprung nämlich einfacher machen. Das Vorgehen. Ach komm. Ganz ruhig. Nein. Ach Mann, bleib ich an der Kackkante hängen. Boah, hey, ich hab echt voll das Feeling und sowas bei dem Zeug. Also, wir haben das beste Kommentar, den besten Kommentarstil. Fuck! Scheiße! Nein! Ah! Mist! Ah! Ja, was will man mehr, oder? Genau, lass uns doch mal über ein aktuelles Thema sprechen. Was haltet ihr davon, dass Pokémon Sonne und Mond angekündigt worden sind? Was? Es sind neue Pokémon-Editionen zum 20. Geburtstag angekündigt. Wer wird's denn spielen? Ich. Es ist tatsächlich gut möglich, dass ich sie mir auch wiederhole. Ich habe tatsächlich bis jetzt jede Edition einmal mindestens gespielt. Also ich selber besitze X und Omega Rubin.
Ich besitze alle, von null bis jetzt. Ich besitze sie nicht mehr, aber ich habe sie alle besessen. Ich habe sie alle verkauft, weil die ja jetzt seit dem 26. oder 27. Ja, jetzt haben sie wieder Rot, Gelb und Blau nochmal rausgehauen. Im Shop kannst du dir Gelb, Blau. Ich hab's wieder geschafft. Rot, Blau und Gelb. Oh Gott, nein. Achso, okay. In Japan kannst du dir Grün anstelle von Rot holen, aber. Die haben immer irgendwelche andere Besonderheiten. Nee, aber ich bin am überlegen, ob ich mir eine von den älteren mal hole für den 3DS. Weißt du, wie teuer die sind im E-Shop? Ich habe das bis jetzt noch nicht rausfinden können. Also laut einer Arbeitskollegin von mir sollen die wohl nur 10 Euro kosten. Echt jetzt? So wenig? Das glaube ich irgendwie noch nicht. Oh, weil ein E-Shop-Titel für Virtual Console? Doch, das haut hin, 10 Euro. Ah, es kann sein. So ich weiß es. Ich muss denken, es ist fucking Pokémon. Das ist ein fucking Franchise. Oh, wie soll man denn das? Fuck! So, Leute, ich habe natürlich jetzt ein gutes Thema hier angehauen zum Folgenende. Wir haben die Zeit erreicht. Wow, das heißt, wir sollten so ein Folgen, also so ein Thema anfangen. Ja, das sollten wir tatsächlich. Aber wir können ja in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter drüber quatschen. Wir machen jetzt einen Cliffhanger hier, okay? Genau. Ach du Scheiße, kriegen wir überhaupt noch eine Folge hin? Ich weiß es nicht, aber wir gucken gleich mal. Liebe Leute, ich danke jetzt erstmal vielmals fürs Zusehen. Du bleibst. Schaut auch bei den anderen Leuten rein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis die Tage. Ciao. Tschüss.